Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Little Women, ein sehr prominent besetztes Drama, eine Romanze, historisch angehaucht. Was der Film kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Ich bin nur eine Frau. Und als Frau habe ich keine Möglichkeit, mein eigenes Geld zu verdienen. Nicht genug Geld für mein Auskommen oder das Auskommen meiner Familie. Und hätte ich mein eigenes Geld, was nicht so ist, würde es meinem Ehemann gehören, sobald wir verheiratet wären. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen hier vier Schwestern. Alle natürlich unterschiedlichen Alters, aber insgesamt relativ nah zusammen. Und wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Und die Schwestern leben auf dem Land in Massachusetts und müssen sich halt, ja, selbst behaupten, etwas aus sich herauswachsen, beziehungsweise sind insgesamt sehr selbstbewusst. Und nach und nach müssen sie allerdings feststellen, dass halt, ja, die Gesellschaft sehr klar in ihren Geschlechterrollen festgefahren ist und sie an ihre Grenzen kommen an manchen Stellen. Und so erleben wir mit, wie diese vier Schwestern sich Stück für Stück weiterentwickeln, wie die Geschichte früher war und wie sie heute ist. Also im Sinne von, wir springen immer so 10 Jahre zurück und dann das ist wieder heute. Und so, also es springt relativ oft. Das ist auch der einzige Knackpunkt, den ich von der Geschichte her sagen kann, dass es etwas, ja, störend ist, dass man nicht genau weiß, wann man jetzt genau ist, in welcher Dekade. Aber sonst ist das wirklich von der Geschichte her schön erzählt. Es ist natürlich alles manchmal ein bisschen kitschig und trotzdem hat dieser Film eine unglaubliche Leichtigkeit an manchen Stellen durch die Schauspielerinnen, also durch die einzelnen Figuren, weil man mit denen mitfühlt. Man möchte wissen, wie geht ihre Geschichte weiter, wie hat was miteinander zu tun, und weil jede sich anders verwirklichen will. Die eine will Schriftstellerin werden, kann sich mit diesem klassischen Frauenbild nicht arrangieren, Mutter zu werden und einfach nur im Haushalt zu sein. Auf der anderen Seite, die größte Schwester, die denkt sich so, ey, ich möchte heiraten, ich habe meine Liebe gefunden und ja, kann dadurch nicht wirklich ihre Karriere weiterverfolgen, sondern möchte einfach, ja, dieses klassische Frauenbild für sich gefunden haben. Und die dritte ist eben zum Beispiel Malerin, möchte sie werden, aber ja, läuft irgendwie nicht ganz so gut mit der Karriere. Dementsprechend, jeder hat so seinen eigenen, ja, seine eigene Geschichte, die erzählt wird. Und das ist alles super spannend, super toll erzählt. Und es macht einfach Spaß zuzugucken. An vielen Stellen merkt man so, okay, der Film muss jetzt doch mindestens schon 4 Stunden gehen. Aber mir ist egal, wie lang der geht. Ich will wissen, wie es mit diesen Figuren weitergeht. Also auch wenn er sich teilweise lang anfühlt, will man trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und dementsprechend ist es dann oftmals egal. Also der Film hat eine schöne Mischung zwischen diesen schönen Momenten, zwischen tragischen Momenten, zwischen romantischen Momenten. Also es ist wirklich ein schönes Auf und Ab, funktioniert insgesamt sehr, sehr gut. 4 von 5 Punkten für die Geschichte. In der Hauptrolle hier gefühlt haben wir wirklich Saoirse Ronan zusammen mit Florence Pugh. Das sind zwei der Schwestern. Zusätzlich haben wir als zu den Schwestern noch natürlich Emma Watson, die relativ wenig zu sehen ist, und die vierte Schwester, nämlich Eliza Scanlan, ist ebenfalls verhältnismäßig wenig zu sehen zu den beiden Erstgenannten. Dementsprechend aber trotzdem toller Cast mit Timothée Chalamet, Meryl Streep, also hochgradig besetzt. Und ja, der Hauptcast reißt es hier wirklich raus. Emma Watson in ihren wenigen Momenten richtig gut, Saoirse Ronan unfassbar gut in ihrer Rolle. Die hat schon so vorher immer gezeigt in den Filmen, was sie kann. Ganze gefühlt mit Brooklyn angefangen. Und ja, also wirklich toller Cast. Kann überzeugen, 5 von 5 Punkten, richtig, richtig gut geworden. Weiter geht's zur Technik. Der Film ist an sich sehr bunt, aber nicht bunt im Sinne von Bonbonfarben, sondern schön im Look. Also er widerspiegelt diesen Look dieser Zeit von damals mit den Kleidern, mit den Kulissen und alles richtig, richtig gut. Und dementsprechend ist er auch toll umgesetzt von den Farben her. Manchmal hat man so eine leichte gelbliche Stimmung, die einfach wunderschön aussieht, und es macht einfach nur Spaß zuzugucken. Dementsprechend technisch ist der Film toll umgesetzt, hat mir sehr gut gefallen, 4 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Fazit, und ich muss sagen, Little Women hat mich überrascht, dass er mich so sehr geflasht hat, dieser Film. Also er ist wirklich super schön erzählt, die reine Geschichte ist wirklich super schön, basiert ja auch auf dem Buch. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es ein bisschen wirr erzählt, also oftmals Sprünge hin und her. Am Anfang wird noch zweimal eingeblendet, wann man ist jetzt gerade, aber dann ist es zu viel hin und her. Aber insgesamt die Geschichte sehr toll, sehr mitreißend, emotional, schön gemacht. Auf der anderen Seite der super gute Cast, technisch auch sehr schön umgesetzt, solide, schön produziert worden. Und ja, dementsprechend Empfehlung fürs Kino, 4 von 5 Punkten.
Wenn man will, dann muss man sich den im Kino definitiv angucken. Insgesamt sehr gute Wertung von insgesamt 17 von 20 Punkten. Starker, guter Film geworden. Kann man sich oder sollte man sich definitiv im Kino anschauen. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. Frauen, die haben Verstand. Und sie haben eine Seele. Sie haben nicht nur ein Herz. Und sie haben Ehrgeiz. Sie haben Talent neben ihrer Schönheit. Ich habe es so satt, wenn die Leute sagen, dass das Liebe das Einzige ist, wozu eine Frau fähig ist. Ich habe es so satt.